Liebe Freunde, Anhänger, Fans oder was auch immer, Verfolger der BSG Werder Neukölln, wir melden uns zum letzten Mal in dieser Saison vom Spielfeldrand. Das letzte Saisonspiel hat jetzt gerade stattgefunden, die BSG Werder Neukölln U18 auswärts gegen die BSG Ideal. Allzu viel haben wir uns nicht ausgerechnet, das war uns vorher klar. Wir haben ja heute in der Formation zusammengespielt, wie die Jungs noch nie zusammengespielt haben. Vier neue vom 1. FC Schöneberg sind heute in der Aufstellung gewesen, haben alle ein hervorragendes Spiel gemacht. Gerade im Tor, das war grandios, was der Thomas Löpper da heute gezeigt hat. Ganz, ganz große Klasse. Das Ergebnis spiegelt das leider nicht ganz wider. Zur Halbzeit 6:0 hinten gewesen. In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal ein schönes Spiel gemacht. Gut dagegen gehalten, haben es den Jungs ein bisschen schwerer gemacht. Die haben aber auch nochmal einen Gang zurückgeschaltet, die Sportfreunde von Ideal. Also unterm Strich waren es dann 9:2. Damit ist es amtlich. Die BSG BA Neukölln U18 ist abgestiegen. Nicht, dass das eine Überraschung wäre, das wussten wir vorher schon, dass wir abgestiegen sind. Aber jetzt ist die Zeit auch noch um. Alle Spiele sind gelaufen, zurückgezogen, hat keine andere Mannschaft mehr. Damit sind wir durch. Aber was bringt uns der Abstieg? Wir wissen es nicht. Wie es nächste Saison weitergeht, steht noch ein bisschen in den Sternen. Für diejenigen, die es in den letzten Wochen verfolgt haben, wir werden ja mit dem Verband für Freizeitfußball zusammen verschiedene Ligen betreiben. Wo wir einsortiert werden, können wir noch nicht sagen. Wir werden auf jeden Fall eins machen, wenn wir in der nächsten Saison wieder mit zwei Ü18-Mannschaften antreten. Eine mussten wir im Laufe dieser Saison leider abmelden, weil sich so viele Leute verletzt hatten. Da war nichts mehr zu machen. Die Jungs von der Ü18B haben schon teilweise zwei Spiele hintereinander gemacht an einem Tag. Das kannst du einmal machen, das kannst du vielleicht auch zweimal machen, aber dann gehst du am Stock. In der nächsten Saison greifen wir wieder an mit zwei Mannschaften in der Ü18, wenn wir mal sehen, wo es uns hinführt, wo wir eingetaktet werden. Wir gehen jetzt Stand heute erstmal davon aus, schätzungsweise ungefähr Kreisliga mit der einen Mannschaft und mit der anderen Mannschaft Bezirksliga. Das wissen wir noch nicht ganz genau, werden wir mal sehen. Ja, wie es weitergeht, seht ihr auf unserer Facebook-Seite. In dem Sinne, falls ihr noch jemanden habt, der gerne Fußball spielt, der gerne im Kreise lustiger Leute ist und nicht unbedingt in die Bundesliga aufsteigen will, meldet euch. Den Endstand von der Ü30 haben wir noch nicht. Die sind noch im Spielbetrieb. Den Spielstand posten wir nachher hier unten drunter unter dem Video. Alles andere als ein Sieg halte ich aber für unwahrscheinlich. In dem Sinne, allen eine schöne Sommerpause. Kommt gut über den Sommer. Holt euch nicht allzu viele Sonnenbrände. Und dann, vielleicht will Bennett noch mal was dazu sagen. Der ist gerade gekommen. Nee, ich hatte überlegt, bei lustige Leute, die in der Zwischenspringen müssen. Ach, bei lustige Leute hast du gedacht, ist dein Stichwort. Ja, aber du hast mich ja abgewiesen. Also dann sag Tschüss zu allen. Tschüss. Und dann bis demnächst.